Hallo und willkommen bei How To Buddies. Wir wollen uns mal anschauen, wie wir beim Motorola ThinkPhone 5G deaktivieren können. Deaktivieren immer in Anführungszeichen, denn man bestimmt, welcher Netzwerktyp bevorzugt wird. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Es kann ja sein, dass ihr eventuell auch einen Vertrag habt, wo 5G gar nicht berücksichtigt ist, beziehungsweise ihr in einem Gebiet lebt, vielleicht ländliches Gebiet, so ist es bei mir zu Hause auch, wo 5G noch gar nicht ausgebaut ist. Dann kann man natürlich 5G auch nicht wirklich nutzen und das Gerät sucht halt aber trotzdem permanent nach einer Verbindung zu einem 5G-Netz. Das könnt ihr eben, wie gesagt, abstellen in den Einstellungen, da wo man eigentlich immer alles sowas findet, und zwar hier unter dem Bereich Netzwerk und Internet. Da klickt man dann drauf und kommt hier zu dem Bereich unter anderem Mobilfunknetz. Wir sehen da schon Kongstar. Wir haben nur eine SIM-Karte eingelegt. Das Gerät ist ja Dual-SIM-fähig. Wer jetzt zwei SIM-Karten hat, wird hier vermutlich die Wahl haben. Kann ich jetzt gerade nicht simulieren, weil wir nur eine SIM-Karte drin haben. Aber ihr könnt dann eben für die SIM-Karte das auswählen, für welche ihr das wollt. Und bei mir fällt die Wahl flach, ich habe ja nur die eine, und dann kommt man hier an den Punkt bevorzugter Netzwerktyp. Da sehe ich jetzt auch 2G, 3G, LTE, 5G. Ganz kurz, ich verschwinde hier eben einmal und zeige euch noch einen kürzeren Weg, wie ihr da hinkommt. Und zwar ist das einfach einmal runterwischen und dann habt ihr hier oben euren Punkt mobile Daten und da klickt ihr dann etwas länger drauf und dann kommt ihr direkt in den Bereich. Sofern ihr jetzt nur eine SIM-Karte habt, wie wir, kommt ihr dann direkt dahin und hier sehen wir wieder diesen Punkt, bevorzugter Netzwerktyp. Ich klicke drauf und das ist eben das, was uns zur Wahl steht. Das eine, das was jetzt aktiv ist, ist eben werkseitig so eingestellt. Wenn ihr das Gerät neu eingerichtet habt, dann wird das immer aktiv sein. Dadurch, dass es ja ein 5G-fähiges Smartphone ist, wird das natürlich, oder ist das ja logisch, dass man das auch erstmal aktiv lässt. Und wir können jetzt sagen, wir lassen das mit dem 5G, weil, wie gesagt, entweder nicht ausgebaut oder unser Tarif ermöglicht das gar nicht, dann kann man eben sagen, so, 2G, 3G, LTE, wir kriegen jetzt keine Info, wir sehen einfach an der Stelle, dass 5G nicht mehr mit in diesem bevorzugten Netzwerktyp ist, deswegen wird jetzt die Suche eben nach LTE bevorzugt. So, und das hat zur Folge, gerade wenn man sowieso kein 5G nutzen kann, dass man natürlich ja enorm Akkuleistung spart. Wenn man jetzt eigentlich einen Tarif hat, der 5G ermöglicht, dann muss man sich das ein bisschen überlegen, wenn man jetzt zu Hause lebt oder zu Hause ist, wo man ja lebt und das 5G-Netz nicht ausgebaut ist, dann kann es aber ja sein, wenn ihr zum Beispiel in die Stadt fahrt, vielleicht jeden Tag zur Arbeit, dass da 5G erhältlich ist. Dann müsst ihr überlegen, ob ihr das immer hin und her wechselt, ob ihr prinzipiell sagt, LTE reicht mir, oder ob ihr sagt, nö, wenn ich zur Arbeit fahre, habe ich keine Lust, das umzustellen. Lasst 5G einfach immer an. Könnt ihr natürlich auch machen, dann ist es eben nur so, dass natürlich euer Akku entsprechend mehr belastet wird. Und ich bin immer ein Fan davon, an allen Ecken und Kanten Energie zu sparen, damit eben mein Smartphone auch möglichst lange über den Tag hält und ich nicht irgendwie abends nach Hause komme und immer Probleme habe durch diese ganzen Zusatzfunktionen, die man eventuell gar nicht braucht, dass dann unnötigerweise mein Akku leer gelutscht wird. Also das zu dem Thema 5G, bevorzugter Netzwerktyp, könnt ihr euch halt überlegen, beziehungsweise nochmal die Empfehlung, wenn ihr gar keine 5G-Option habt, dann schaltet es aus. Dann seid ihr so standardmäßig auf LTE-Basis unterwegs. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Euch hat das Ganze gefallen? Dann lasst gerne noch einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.